Hallo und willkommen zurück in der Schlacht um Mittelerde 2 Liga. Ich bin's, der Black. Ja, wir sind in Runde 21 und im gestrigen Spiel konnte ich mich in ein Unentschieden mit dem Batman gemeinsam retten. Allerdings halt ein Unentschieden mit Extrapunkt für den Batman. Deshalb konnte er seinen Vorsprung auf mich um einen Punkt ausbauen. Er hat jetzt 27 Punkte auf Platz 9. Ich bin auf Platz 10, habe 22 Punkte. Das heißt, mit einem Sieg und wäre das Aufholen nicht getan. Dafür ist aber mein Vorsprung auf den 11. Platz durchaus momentan recht komfortabel. Das ist nämlich Mondwag. Der hat derzeit 12 Punkte und muss jetzt gegen einen Gegner antreten, den er potenziell wahrscheinlich nur schwer schlagen kann. Sturmhart versus Mondwag. Es geht direkt los. Wir gucken uns mal an, mit wem hier gespielt wird. In der Ring Wars Map tatsächlich. Okay, da hätte er tatsächlich sogar mehr Chancen. Das heißt, hier kann es durchaus sein, wenn Mondwag es richtig gut anstellt, dass er den Sturmi besiegen kann. Denn hier kommt es auch ein bisschen auf die Rassen, also Volkswahl an. Okay, dann würde ich sagen, quatschen wir nicht lang, gehen wir rein. Wie immer bei dieser Map erstmal am Anfang ein bisschen gequatscht, deswegen nehme ich noch keine Zeit. Ich glaube, es ist eh nicht nötig. Zum anderen sehr weit reingezoomt, wie es halt, sagen wir mal, im Original war. Das ist bei dieser Map nicht anders möglich. Ist aber, ja, durchaus machbar. So, einer von den beiden, Sturmhart vermutlich, weil er der Host ist, hat die Zwerge. Ja, wir kriegen das jetzt alles erklärt. Und jetzt der ganz wichtige Teil gleich, sobald man sich hier bewegen kann, sobald das untere Interface ankommt, sollte man schon, auch wenn da oben noch erzählt wird, sollte man schon den Weiher besuchen und sich die entsprechende Einheit raussuchen. Nämlich jetzt hier direkt besuchen, der Sturmi wird das auch direkt gemacht haben, ich gehe mal davon aus, dass du das bist, Sturmi. Nein, tatsächlich Mondwag, dann hat er das Spiel erstellt, obwohl Sturmi dran gewesen wäre, aber ja, ist relativ Wurst, solange es am Ende passt. Hier Sturmi, der hat tatsächlich Glück gehabt, hat sich die Orks erwischt, ist auch ein bisschen schneller vom Erstellen her, wie man sieht. Das wird wahrscheinlich schlecht für den Mondi enden. Denn, ich habe es ja schon angekündigt, die Rassenwahl ist entscheidend. Wobei hier halt die Nahkampf-Orks ausgewählt würden, wenn eventuell hier ein paar Fernkämpfer ausgewählt werden. Werden denn welche ausgewählt? Nö, es ist ein Held gespawnt worden. Okay, ja, warum nicht? Das ist... So hat noch keiner angefangen, diese Map, muss ich sagen. Zumindest keiner, seit ich diese Map kenne. Das ist mal was Neues. Ob das richtig und wichtig ist, weiß ich nicht. Beide haben auf jeden Fall Plünderer gewählt. Das ist auf jeden Fall gut. Und ja, schauen wir mal, wie es hier losgeht. Am Start Gloin. Natürlich gegen eine riesige Ork-Armee würde erstmal nicht so viel ausrichten können. Aber es ist mal was ganz anderes und was ganz Interessantes. Mal zu gucken, wie das hier läuft. So. Würde mich quasi ein bisschen anlocken, das macht er richtig, und dann würde ich mich tatsächlich zurückziehen auf den eigenen Brunnen. Wäre vielleicht günstiger, aber na gut. Okay, Gloin mitten in der Ork-Armee ist natürlich drin, kriegt einiges ab und wird den Helden tot sterben. Auch hier ist ein Held schon bereits am Start, Gorkil, der Ork-König. Das ist ja grundsätzlich kein Problem. Ansonsten kommt hier noch nichts. Da bin ich mir nicht sicher, ob die Karte richtig verstanden wurde bei dem Mondwag. In der Regel erklärt das ja der Sturmi eigentlich immer ganz gut. Ist ja auch schon mehrfach gespielt worden. Ausgewählt ist noch nichts. Na, da bin ich mir nicht sicher, ob das so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Also es funktioniert schon, aber ihr wisst schon, was ich meine. So. Hier kommt ansonsten nichts. Es fällt nichts großartig um. Ja, und Sturmi wartet im Prinzip nur für den Fall, dass doch mal was spawnt. Ist aber nicht der Fall. Dann geht's los. Ich weiß nicht, wenn, wie gesagt, wenn die
wenn die Map von Moonwalk vorher noch gar nicht gespielt wurde, dann ist das natürlich ein bisschen schade. Es wurde aber so eingereicht, es gab keine Beschwerden, keine Dingens, also lasse ich das jetzt erstmal so gelten. Ich sag mal so, die Chancen für Moonwalk waren eh immer relativ schlecht. Das hat sich nicht geändert. Mittlerweile kommen da doch mal ein paar Einheiten raus. Ja, aber die alleine werden es natürlich nicht reißen können. Moonwalk zieht seine Baumeister raus. Die sind aber unwichtig, ehrlich gesagt. Wichtig ist die Festung. Wenn die fällt, ist das Spiel verloren. Da sind die Baumeister, die können ein bisschen Heilbrunnen oder irgendwas bauen. Ansonsten sind die nicht notwendig zwingend. So. Ah. Aber zumindest schafft es der Moonwalk Sturmi hier ein bisschen rauszulocken. Na, Baumeister gefallen. War abzusehen. Während hier unten nach und nach natürlich die Einheiten abgeschlachtet werden. Ein Kopf nach dem anderen. Ja, genau so ist es. Ein Kopf nach dem anderen. Dummerweise sind es Zwergenköpfe. Also, dumm für die Zwerge halt. So. Auch hier wieder das Gift schön eingesetzt. Während hier unten die armen Zwerge wieder mitten in der Masse stehen. So, so langsam müssten dann, glaube ich, auch bald mal extra Einheiten rauskommen. Ich gehe mal davon aus, dass Sturmi bald genug hat, um weitere Einheiten spawnen zu können. Oder hat er halt viel ausgegeben für Gorkil? Das ist natürlich auch möglich. So. Also tatsächlich, sagen wir es mal so, Sturmi könnte eigentlich schon längst den Sack zumachen. Da er das nicht macht, wesig nisch. Müssen wir sehen. So. Die Einheiten kommen raus. Irgendwas will Sturmi noch spawnen, ich weiß nur nicht was. Deswegen scheint er hier ein bisschen, naja, auf Zeit zu spielen. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Ja, obwohl, jetzt hat sich scheinbar erledigt, jetzt hat er keine Lust mehr. Geht ran und knallt hier ordentlich weg. Leun ist auch wieder da, aber das wird es natürlich nicht bringen. Der ist auch schon wieder gefallen. Und jetzt geht es gegen die Festung. Bei der Masse an Armeen, Einheiten, kein Problem. Na gut, ja, 3 Punkte für den Sturmhart, der sich damit 37 Punkte nah an den Tallinn rankämpft, aber halt nicht ja, ganz so nah wie, wie gehofft, in Anführungsstrichen, überholen kann dann noch nicht. Moonwalk selbst, wie gesagt, es war ja eigentlich fast klar, dass er dieses Spiel verlieren würde, weil Sturmi eben in der Favoritenrolle ist. Er war es von Anfang an, seit Beginn der Liga. Und dafür ist er ja relativ weit unten, muss man sagen. Sehr unerwartet. Aber, ja, wie gesagt, es ist, wie es ist. Sturmi bekommt die 3 Punkte. Moonwalk, der hat eine weitere Niederlage leider verzeichnen müssen. Möglicherweise lag es an fehlender Erfahrung bei der Map. Möglicherweise wollte er auch einfach was Neues ausprobieren. Er war ja eh, wie gesagt, im Hintertreffen hat er eh die geringere Wahrscheinlichkeit, dass er gewinnt. Und da ist es durchaus auch möglich, dass er gesagt hat, nee, diese machen wir jetzt nicht so. Für die nächste Liga werde ich abstimmen lassen, ob solche Maps wie diese hier in der Form erlaubt sind, ob Custom Maps erlaubt sind. Ich wollte sie eigentlich komplett verbieten, aber ich wurde halt gefragt, ob ich nicht wenigstens darüber abstimmen kann. Also machen wir das auch. So, okay, aber das ändert an diesem Spiel nichts mehr. Dieses Spiel hat Sturmi gewonnen, ist nach wie vor auf Platz 4. So langsam ändert sich nicht mehr ganz so viel an der Liste, aber oder an der Tabelle. Da hat sich schon jeder seinen Platz ganz gut rausgesucht bis jetzt. Es gibt immer noch mal kleine Bewegungen. Aber so ist das ja bei so einer Tabelle auch. Finde ich trotzdem toll. Toll war es, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Das morgige Spiel Schäfi versus Phase X fällt, glaube ich, auch aus. Das dürfte nicht aufgenommen sein. Wenn es doch schon abgegeben wurde von Phase X oder Schäfi, bevor er disqualifiziert wurde, kann es sein, dass es gezeigt wird, aber halt nicht gewertet. Ne? Also, wenn morgen nichts kommt, wisst ihr warum. Mittwoch müsste das sein. Donnerstag bin ich ja wieder dran mit Power Kartoffel Gewürzes zur Dark.
sehen wir uns also in der nächsten Folge wieder. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.